So, guten Tag Leute. Heute stelle ich euch mal meinen neuen Trainingsplan vor. Also den Tag A des neuen Trainingsplans, meines neuen Zweiersplits. An diesem Tag wird Rücken und Schultern trainiert und dann zum Schluss noch ein bisschen Bizeps. Wichtig ist hier wieder, wir fangen mit den beiden Hauptübungen an. Das heißt Kreuzheben fünfmal und dann entsprechend 5, 3 oder 10, in welchem welchen Wochentag ich mich da befinde. Und da ist dann natürlich angesagt 3 bis 7 Minuten Pause, weil man wirklich versucht, maximales Gewicht und das dann auch durchzuhalten über 5 Sätze. Und je nachdem, also wie hoch das Gewicht auch wirklich ist, braucht man teilweise 7 Minuten. Und dann natürlich, wenn man das immer wieder macht, kann man dann die Trainingszeiten langsam verkürzen. Und dann, ja, wenn sie dann irgendwann wirklich nur noch bei 3 Minuten sind, dann kann man dann auch das Gewicht erhöhen. Hier Overhead Press genau das gleiche, aber im Generellen braucht man da ein bisschen weniger Pause, weil das halt eben eher eine kleinere Muskelgruppe ist. Und ja, beim Kreuzheben ist halt einfach so, man ist dann halt komplett im Arsch, sage ich jetzt mal. Muss sich erstmal, der ganze Körper muss sich erholen von dem schweren Satz Kreuzheben. Während das halt beim Overhead Press sind das nur die Schultern hauptsächlich. Das geht nicht so ganz krass auf den ganzen Körper. Deswegen ist prinzipiell brauchen wir Overhead Press nicht ganz so lange Pause. Danach weitere 5 Sätze für die seitlichen Schultern. Also wir hatten halt hier die vorderen Schultern mit der Overhead Press, auch als Grundübung, um da auch wirklich versuchen, Kraft aufzubauen. Und danach kommt halt aufrechtes Rudern für die seitlichen Schultern. 5 Sätze, auch ganz wichtig, dass wir das erstmal drin haben. Und dann Reverse Flies für die hinteren Schulter, auch 5 Sätze, dass wir sozusagen erstmal für jeden Schulterpunkt eine Übung mit 5 Sätzen haben, für jeden Schulterteil. Und danach habe ich für mich persönlich halt noch Seitheben im Liegen reingetan, weil ich persönlich finde, Seitheben im Liegen ist halt eine der besten Übungen halt nach dem aufrechten Rudern, was ich halt vorher schon drin habe, ergänzt sozusagen Seitheben, liegende Seitheben sehr gut das Training für die seitlichen Schultern. Und das habe ich dann halt nochmal hinzugefügt. Also ich hatte eigentlich für alle ja schon eine Übung, aber dann zum Schluss nochmal eine Übung für die seitlichen Schultern, weil halt das meine Schwachstelle ist. Und weil halt, wenn wir jetzt sehen, bei mir, wenn die lassen ja einen letztendlich auch breiter aussehen, die seitlichen Schultern. Und deswegen versuche ich die erstmal größer zu kriegen, dass ich sozusagen dann breiter aussehe mit meinen größeren seitlichen Schultern. Ja, und dann kommt natürlich hier, kommen dann noch die beiden Übungen für den Rücken. Einmal Klimmzüge, 5 Sätze wieder, um erstmal halt wirklich eine Übung mit gutem Volumen drin zu haben. Klimmzüge jetzt mit 5 Sätzen und nicht rudern, weil Klimmzüge ist halt einfach die natürlichere Bewegung für den Rücken. Also der Rücken ist halt so gebaut, um halt den Menschen irgendwo hochzuziehen, und das ist halt eher nicht so natürlich, irgendwie so eine Ruderbewegung zu machen. Deswegen bin ich eher davon überzeugt, dass Klimmzüge die bessere Übung für den Rücken ist. Aber dann danach mache ich trotzdem nochmal 3 Sätze schweres Rudern, um halt auch ein bisschen mehr Rückentraining drin zu haben. Und ja, hier alles also ganz normal Bodybuilding-mäßig, je nachdem wie hart die Übung ist. Ein bisschen 1 Minute Pause, 2 Minuten Pause, das kann man dann immer sehen, solange man in dem Bereich bleibt, ist es voll in Ordnung. Und dann als letzte Übung natürlich noch ein Satz Bizeps. Ich habe jetzt einfach nur Bizeps hingeschrieben. Ich mache da meistens halt die Bizepsmaschine, weil sie halt einfach bequem ist, sage ich jetzt mal. Man braucht keine Gewichte irgendwie auf eine Hantelstange rauf tun oder so, sondern man setzt sich einfach rein, ist perfekt eingeklemmt und kann einfach sich nur auf die Bizepsbewegung konzentrieren. Und das ist eigentlich immer ganz angenehm. Prinzipiell ist jetzt ein Bizeps nicht unbedingt meine größte Schwachstelle, aber ein bisschen trainieren sollte man trotzdem ja alle Muskeln, und deswegen auch nochmal einen Satz Bizeps hinten dran. So, das war's erstmal mit dem Tag A. Bis zum nächsten Mal. Ciao.